Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, Gunshot, und ich möchte bloß ein kleines Update zu Escape from Tarkov mitteilen. Euch mitteilen natürlich, was mir jetzt kurz nach meinem letzten Video in mein Sichtfeld geflattert ist. Und zwar handelt es sich um die offizielle Meldung von Battlestate Games. Und das ist im Endeffekt, dass sie uns zu der Extended Alpha begrüßen. Was bedeutet jetzt Extended Alpha? Also, meine Freunde, es bedeutet nur, dass das Testumfeld nahe der Closed Beta ist. Also wir sind nahe der Closed Beta, aber, meine Freunde, es heißt, wie ich das richtig deute, ich denke, ich deute es einfach richtig, dass die Closed Beta dieses Jahr nicht mehr kommen wird. Nachdem auch im Endeffekt auch von den Battlestate-Entwicklern in einem Post bei Facebook auch gesagt wurde, dass auch wieder die Meldung, dass die Closed Beta im Dezember kommt, wieder keine offizielle Meldung war, beziehungsweise, dass sie gesagt haben, es sei nur angestrebt gewesen. Ja, ne, da kann man sich jetzt wieder streiten. Fakt ist nur, Escape from Tarkov geht in die Extended Alpha. Das bedeutet, dass gerade auch die Leute, die natürlich in den Pre-Order-Paketen, die Chance auf die Closed Alpha haben, jetzt auch freigeschaltet werden nach und nach. Und das haben sie natürlich einmal mit angekündigt. Was heißt das noch? Was bringt es uns noch? Einmal natürlich die neue Raid-Location, The Woods, die ich euch bereits im letzten Video vorgestellt habe, mit weiten offenen Flächen gepaart mit dichten Wäldern und Vegetation und die vor allem natürlich neue Taktiken erfordern. Dann kommen mit dazu noch Waffendefekte und ein Reparatursystem, Möglichkeit Gruppen zu erstellen, um natürlich auch dann gemeinsam in einen Raid zu gehen und diesen zu bestreiten, was im Endeffekt ja bisher noch nicht der Fall war und uns auf jeden Fall ja nochmal einen anderen Einblick in das Spiel oder einen tieferen Einblick natürlich in das Spiel ja, ermöglichen, möchte ich mal so sagen. Dann haben wir natürlich noch eine verbesserte Spielphysik, wie die Entwickler sagen, ständige Verbesserung der Performance und Fehlerbehebung, wie bei einigen zum Beispiel FPS-Einbrüche etc. Da wurde auch stark dran gearbeitet und genau das soll sich jetzt auch mit den nächsten Extended Alpha Updates dann wesentlich verbessern. Und was viel wichtiger ist, meine Freunde, die Abschaffung der NDA. Das heißt, wir können Extended Alpha streamen, Videos und Bilder machen und teilen, so viel wir wollen. Und das heißt, meine Freunde, ihr werdet endlich von mir Material zu Escape from Tarkov sehen. Und ich werde es auch live auf Twitch streamen. Und ja, sobald die Extended Alpha im Endeffekt angelaufen ist, werde ich euch natürlich dazu auch dann gleich das erste Gameplay-Video präsentieren, sobald das halt der Fall ist. Ja, meine Freunde, das waren jetzt einfach bloß mal ganz kurz ein paar knappe Infos, die zwar euch nicht die heiß ersehnte Closed Beta liefern, aber die euch auf jeden Fall auch interessieren sollten, dadurch, dass wir natürlich jetzt wesentlich mehr offizielles Material zeigen können, beziehungsweise selber aufnehmen können und ihr wesentlich mehr vom Spiel seht, gerade die, die nicht an der Closed Alpha teilnehmen konnten bisher, beziehungsweise halt immer noch auf die Closed Beta warten. Ihr kriegt Material zu sehen und könnt euch endlich an dem Gameplay ergötzen, das wir in Wirklichkeit und richtig in der Alpha erspielen und nicht bloß so kleine Cuts. Nein, meine Freunde, natürlich auch ganze Raids etc. pp. Werde ich euch natürlich auch liefern, damit ihr ordentlich was zu sehen bekommt. Ja, ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht genau das, wie es ihr euch gewünscht habt, aber immerhin etwas, meine Freunde. Wir müssen irgendwo uns ab und zu einfach auch im Leben mit den Brotkrumen zufrieden gehen und diese Brotkrumen sind doch auch nicht so klein, wie man sie jetzt im ersten Moment denkt. Wartet einfach ein wenig noch ab und dann kriegen wir das alles auch noch gebacken. Vielleicht können wir die Zeit sogar so noch etwas schneller überbrücken, dadurch, dass wir natürlich öfter Material zur Alpha dann sehen, zum Gameplay und ihr euch immer mehr angucken könnt, was euch denn überhaupt erwartet. Ja, meine Freunde, das soll es erstmal mit diesem kleinen kurzen Gimmick, mit diesem Part, mit dieser kleinen Ansage gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit die neuen Infos liefern und ihr seid schon gehypt darauf, dass das erste Gameplay kommt, meine Freunde. Ich bin nämlich schon fickrig drauf und warte einfach nur noch drauf, dass die Extended Alpha jetzt die nächsten Tage anläuft. Also, meine Freunde, immer schön am Start bleiben hier auf dem Kanal.
Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Falls nicht, konstruktive Kritik wie immer in die Kommentare. Und meine Freunde, ich glaube, ich lehne mich jetzt ein bisschen zu weit aus dem Fenster, aber ich würde sagen, wir sehen uns diesmal in der nächsten Folge mit Gameplay-Material. Also, bis dahin wünsche ich euch wie immer was, euer Gunshot.